Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist der Akkusauger von ProSenic, der P10 Pro. Ein Upgrade des P10 und was man hier für sein Geld bekommt, das schauen wir uns gleich zusammen an. Als allererstes möchte ich mich gerne bei ProSenic bedanken, die haben mir nämlich den P10 Pro für dieses Video hier zur Verfügung gestellt. Ja, der P10 Pro ist, wie ich eben schon gesagt habe, eine Upgrade-Version aus dem Jahr 2021 vom P10, den gab es vor einer ganzen Weile schon auf dem Markt. Den habe ich nicht gehabt, aber ich hatte vor noch nicht allzu langer Zeit den Ultenic U11 und hier habe ich schon eine ganze Menge Parallelen dazu festgestellt. Diese Unternehmen gehören aber halt quasi auch zusammen. In diesem Video werden wir uns wie immer hier gleich das Zubehör hier anschauen, den gesamten Lieferumfang, dann schauen wir uns auch die Verarbeitung dieses Akkusaugers an. Die Reinigungsleistung ist wieder das Allerwichtigste. Ich werfe hier wieder Schmutz auf den Hartboden und auch bei mir auf den Teppich und wir schauen uns einfach an, wie gut dieses Gerät damit umgehen kann. Diese Werte, die ich dann dabei feststellen werde, die werden wieder in den Akkusaugerfinder einfließen. Den findet ihr auf dem Blog und den Link dazu auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch mittlerweile schon über 40 verschiedene Akkusauger vergleichen. Könnt ihr einfach die technischen Daten anschauen, wie die Reinigungsergebnisse hier bei uns im Test waren. Was da für ein Zubehör bei ist, die Videos findet ihr da und so weiter und so fort. Im Anschluss werden wir natürlich nochmal darüber sprechen, wie ich hier diese Saugleistung und auch generell die Arbeit mit diesem Gerät hier empfunden habe. Ganz zum Schluss nochmal alles in einem Fazit zusammengefasst und jetzt starten wir mit den technischen Daten. Der ProSenic P10 Pro hat eine UVP von 199 Euro, er ist aber meist schon für 170 Euro erhältlich. Er wiegt 3,7 Kilo und ist 114,5 cm hoch. Der Akkusauger hat eine Saugleistung von 23.000 Pascal. Er hat drei Saugstufen und der Staubbehälter fast 600 ml. Der Akku hat eine Kapazität von 2000 mAh. Damit kann je nach eingestellter Saugstufe zwischen 14 und 55 Minuten gereinigt werden. Das Gerät kann auch einen Wechselakku verwenden. Die Power-Taste ist feststellbar. Es gibt LEDs an der Hauptbürste und zur Besonderheit gehört das Touchscreen. So, dann gehen wir hier mal eben den Lieferumfang durch und schauen uns danach auf die Verarbeitung an. Lieferumfang ist jetzt hier nicht ganz so umfänglich, aber ich finde, es ist ausreichend, denn ihr habt eine Fugendüse, ihr habt hier diesen Aufsatz, der etwas härter vorne ist und der so hier gedreht werden kann. Dann habt ihr eine Milbenbürste, finde ich immer sehr wichtig für Matratzen und Sofas. Dann habt ihr eine Hauptbürste, die hat vorne LEDs. Und an der Unterseite gibt es nur eine Bürste, nicht diese fluffige Hartbodenrolle, sondern die hier mit diesen Lamellen. Kann man aber auch für beide Bodenarten verwenden. Dann habt ihr natürlich ein Rohr dabei und das hier ist halt die Basisstation in Anführungsstrichen. Ist einfach so eine Wandhalterung, die kann man an die Wand schrauben. Ist hier Befestigungsmaterial, Schablone und all so ein Kram dabei. Und natürlich das Gerät hier selber. Jetzt habe ich vor einer ganzen Weile ja schon den Ultenic U11 gehabt und da kann man sehr viele Parallelen dran feststellen. Einfach vom Aufbau und auch von der Verarbeitung her. Der kostet in der UVP 230 Euro, da hat man dann gleich so eine stehende Basisstation, wo man das dann halt nicht an die Wand schrauben muss, mit dabei. Wir gehen jetzt aber hier erstmal weiter durch. Die Verarbeitung ist, okay, würde ich mal sagen. Es ist immer schwer zu sagen. Klar sind die meisten Modelle sind halt einfach generell aus Plastik, aber man merkt einfach, wenn man viele verschiedene Geräte schon in der Hand gehabt hat, ein Unterschied zwischen den verschiedenen Verarbeitungsstufen und Plastikarten. Und hier ist es halt einfach so, das ist, das ist okay, aber man merkt schon, dass es ein Unterschied ist zu halt einem Dyson, einem AEG oder auch diesen Teneco-Modellen oder alles, was so aus dem Hause Xiaomi kommt. Da ist das Plastik, fühlt sich einfach hochwertiger an. Generell ist es halt hier so aufgebaut, dass ihr hier vorne den Staubauffangbehälter habt. Den kann man hier mit so einem Druck so abnehmen und dann kann man den hier öffnen und das Ganze dann eben ausleeren. Wie beim Ultenic U11 schon, kann man auch hier hinten diesen, das hier alles so rausnehmen. Und das hat mir da schon nicht so gut gefallen. Das ist hier alles so ein bisschen, man kann hier dann auch den gesamten Filter rausnehmen. Und hier muss man halt immer schon beim Zusammensetzen darauf achten, dass man dieses Fenster genau mit dieser Öffnung hier so übereinbringt. Weil man es warum auch immer auch hinkriegt, das zusammenzubauen. Und dann passt es eigentlich nicht hundertprozentig, aber man kriegt es dann trotzdem zusammengebaut, irgendwie falsch und dann ist die Saugkraft gleich weg. Hier oben muss man auch gucken, dass diese eine Rille direkt mit der anderen hier übereinstimmt. Ich finde, das haben die so suboptimal gelöst. Funktioniert natürlich, aber hat mir einfach bei anderen Geräten schon besser gefallen. Das ist halt der Staubauffangbehälter.
Ihr habt einen Wechselakku bei dem Gerät, was immer schön ist. Den könnt ihr halt hier so unten entnehmen. Ne? Ist auch alles komplett gleich wie bei dem Ultenic U11, den ich hatte. Und hier unten, wenn ihr den hier rausnehmt, wenn ihr den halt nicht in seiner Station laden wollt, dann müsst ihr das Kabel hier dann dran machen. Weiterhin, ihr habt natürlich hier diesen normalen Auslöser. Auf der Rückseite ist aber ein Display und auf diesem Display könnt ihr sehen, wie lange, also welchen, der Akku wird in verschiedenen Farben angezeigt, je nachdem wie voll er ist, und ihr könnt sehen, welche Saugstufe eingestellt ist. Hier müsst ihr gar nicht gedrückt halten, denn ihr löst hiermit quasi einmal nur aus, dann saugt er durchgehend und hier oben verstellt ihr dann halt die Stufe. Da gibt es eine Autostufe, die funktioniert auch super, dass er die Saugkraft erhöht. Wenn ihr zum Beispiel auf den Teppich geht, wird die Saugkraft erhöht, funktioniert super. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ja, also so sieht das Ganze aus. Auf dem Touchscreen verändert ihr halt die Saugstufe und hier unten wird ausgelöst. Ich habe das in der Familie schon mal gehabt, da hat mir jemand gesagt, dass er da manchmal immer gegenkommt und dann hört er auf zu saugen. Ja, muss man selber wissen. Ich finde es ganz cool, wenn man hier nicht die ganze Zeit gedrückt haben muss, aber trotzdem irgendwie auch mit meiner Hand ist halt der Finger schon irgendwie immer hier. Ja, okay. Verarbeitungsqualität habe ich ja eben schon gesagt, ist so okay, ist jetzt aber nicht ultra hochwertig. Ja, Lieferumfang, all das habt ihr jetzt gesehen, da will ich mich jetzt gar nicht länger dran aufhalten, denn jetzt zeige ich euch einfach direkt auch gleich mal die Reinigungsleistung. So, das war die Reinigungsleistung. Ihr habt jetzt gerade gesehen, Hartboden und auch mein sehr langfloriger Teppich. Ich mache das immer gleich. Ich wiege immer 100 Gramm ab in der gleichen Zusammensetzung. Katzenstreu, Vogelsand und diese Späne. Und wiege dann einfach nachher, wie viel das Gerät aufnehmen konnte. Eine Minute Zeit hat einfach jedes Gerät auf jeder Untergrundart. Und ich fange jetzt hier einfach mal mit den Zahlen an. 99,07 Gramm hat er auf dem Hartboden aufgenommen und 26,88 Gramm auf dem Teppich. Hartboden vorab, da muss man mittlerweile sagen, fast alle Akkusauger, die auf dem Markt sind, nehmen Werte um 99 Gramm auf. Da ist es eigentlich mittlerweile egal, aus welcher Preisklasse und welche Qualität man da kauft. Wenn ihr nur Hartboden habt, dann könnt ihr theoretisch ein Gerät für unter 100 Euro kaufen. Dann ist das andere, dann ist es meistens irgendwie so Zubehör, Wechselakku, ja, nein. Und natürlich auch die Verarbeitungsqualität und wie langlebig ist so ein Gerät. Auf dem Teppich sieht das Ganze natürlich anders aus. Da muss man natürlich auch gleich noch dazu sagen, dass das, was ich hier mache, nicht so viel mit dem normalen Hausgebrauch zu tun hat. Ich mache es auch immer so, immer wenn ich einen neuen Akkusauger für den Test bekomme, dass ich ihn erstmal ganz normal bei mir zu Hause verwende. Ich habe einfach so gut wie keinen Teppich außer einen Läufer im Wohnzimmer. Und ja, da hat er sich erstmal richtig gut gemacht. Mir gefällt es, wie leichtläufig vorne diese Rolle ist und er ist sehr flexibel. Das fand ich wirklich sehr schön. Und mein ganz normaler alltäglicher Hausstaub mit dem Dreck, der von den Schuhen reinkommt und die Hundehaare werden hier einwandfrei aufgenommen. Dann kommt natürlich der Test, den ich mache auf dem langflorigen Teppich. Der ist einfach dazu da, um die Unterschiede zu zeigen, die zwischen den verschiedenen Modellen einfach bestehen. Und da muss man sagen, mit 26,88 Gramm ist das ein Wert, der hier sehr weit unten angesiedelt ist. Der Durchschnitt nimmt Werte um die 60 Gramm auf und die Top-Geräte gehen bis fast an die 80 Gramm ran. Also so 78 war bisher der beste Wert. Das war dann der Tineco Pure One X. Und selbst der kostet nur 250 Euro in der UVP. Und da seht ihr schon, wo es dann nachher so ein bisschen hapert, aber da komme ich nochmal im Fazit zu. Dann habe ich natürlich ausprobiert, wie ist das mit dem Gerät, wie flexibel ist er, wie kann er unter meinem Sofa reinigen. Das funktioniert auch ziemlich gut, man kommt schön weit runter, man kann bis unter das Sofa reinigen. Dann ist allerdings hier quasi Stopp, weil das Gehäuse halt hier dann im Weg ist. Man kann ihn nicht wie andere Geräte unten sehr flexibel, die so ein flexibles Gelenk haben, dass man ihn so dreht und dann noch weiter kann. Das kann der P10 Pro halt hier einfach nicht.
Und ich habe natürlich nochmal hier diese Milbenbürste aufprobiert auf dem Sofa. Also das funktioniert gut, da kann ich nichts Negatives drüber sagen. Ja, so viel also jetzt erstmal zu der Reinigung. Und ich denke, dann fassen wir jetzt auch nochmal alles in einem Fazit zusammen. Ich habe es ja gerade schon vorab gesagt, dass zwischen meinen Saugtests und hier dem realen Hauseinsatz eigentlich auch immer noch ein ganz himmelweiter Unterschied liegt. Und auch als ich ihn am Anfang erstmal die ersten paar Tage genutzt habe, hat es mir gefallen. Das Gerät macht Spaß, es ist schön. Die Vorteile sind natürlich, ihr habt hier eine feststellbare Taste, ihr habt ein Display, wo Informationen angezeigt werden, wo ihr drauf die Stufen verstellen könnt. Ihr habt eine Milbenbürste, ihr habt einen auswechselbaren Akku. Das sind alles schöne Sachen, die mir halt gefallen. Das Gerät kostet ja meistens so um die 170 Euro bei Amazon. Zwar 199 Euro ist die UVP, aber da ist dann meistens so ein Häkchen, was ihr aktivieren könnt, dann kostet halt 170 Euro. Was mir nicht so gut gefällt, ist halt der Staubauffangbehälter, dass man den halt so, ja, hier hinten das ganze Gefrimmel, das finde ich nicht so schön. Ich habe es tatsächlich sogar gehabt, als ich hier, zeige ich euch auch einfach direkt mal, hier diesen, den ausgeleert habe, dann habe ich es irgendwie hingekriegt, mal gucken, ob ich es wieder hinkriege, dass ich hier auf einmal, ja, dann ist das hier alles so auseinandergegangen. Ich weiß gar nicht, ob das gewollt ist, aber okay, man kriegt es auch wieder zusammen, so ist es nicht. Aber ja, also insgesamt, der Staubauffangbehälter gefällt mir bei dem Gerät einfach nicht. Der gefällt mir bei anderen deutlich besser. Gerade dieses Gefrimmel hier hinten. Und dass man hier jedes Mal gucken muss, wie das hier reinpasst. Und das ist so eine Fummelarbeit. Okay, ich will mich da gar nicht so lange dran aufhalten. Das Ding ist halt eben, wenn man jetzt überlegt, was man sich für einen Akkusauger kauft. Wenn man jetzt völlig unvoreingenommen, ohne Vorkenntnisse dieses Gerät holt, denke ich mal, die meisten Menschen würden dann sagen, ja, schönes Gerät, macht Spaß, weil er macht ja auch das, was er soll. Gerade auf Hartboden reinigt er den Boden. Und dann ist man wahrscheinlich auch damit zufrieden, aber man weiß halt nicht, was der Markt noch so hergibt. Auch gerade deswegen möchte ich euch auch meinen Akku, nicht meinen, unseren Akkusaugerfinder ans Herz legen. Schaut da einfach mal, Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr so viele Geräte, die wir getestet haben und auch andere, die da einfach mit den technischen Daten drin sind, miteinander vergleichen und könnt euch die nebeneinander stellen, die Videos anschauen, könnt unsere Werte, die wir in den Tests rausgeholt haben, euch anschauen und dann könnt ihr mit verschiedenen Filtern einfach sehr, sehr gut sehen, welches Gerät für euch das Beste ist. Wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, er kostet 170 Euro, dann habe ich ja gesagt, dann gibt es den Ultenic U11. Wenn wir einfach mal beim gleichen Hersteller bleiben, der kostet 230 Euro, gibt es mit Sicherheit im Angebot auch mal für 200 Euro. Und dann habt ihr gleich so eine stehende Basisstation dabei, der hat glaube ich sogar noch 2000 Pascal mehr. Das wäre dann halt eine Alternative. Oder es gibt dann halt auch ein Gerät wie den Tineco Pure One X. Der hat dann zwar keinen Wechselakku, aber der hat halt auf dem Teppich 78 Gramm aufgenommen und nicht 26. Also ihr müsst so ein bisschen wissen, was ihr wollt und was ihr ausgeben möchtet und einfach schauen, was gibt der Markt einfach noch so her. Mit meinem Wissen würde ich mir dieses Gerät nicht kaufen. Er ist nicht schlecht, aber er ist im Vergleich einfach, es gibt einfach Geräte, da bekommt ihr mehr für euer Geld. Ja, ich hoffe, euch hat das einen ersten Eindruck von diesem Gerät verschafft und bei eurer Kaufentscheidung geholfen. Wenn immer noch Fragen offen geblieben sind, gerne in die Kommentare damit oder ihr kommt in unsere Akkusauger-Facebook-Gruppe, da sind schon über 1000 Menschen drin, die sich über dieses Thema hier unterhalten und über die verschiedensten Modelle austauschen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder über ein Kanalabonnement. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.